Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich habe mir Sachen bestellt, liebe Leute. Und zwar Gym-Klamotten. Ganz ehrlich, Leute, seit ich jetzt mit der Gym-Challenge angefangen habe und regelmäßig ins Gym gehe, ich merke halt einfach so krass, wie oft ich waschen muss. Ich habe nicht genug Handtücher, ich habe nicht genug Sportklamotten. Meine Badelatschen sind auch noch kaputt gegangen. Ich brauche nochmal Badelatschen, um später nochmal duschen zu gehen. Wenn man mit dem Gym anfängt, Leute, ist es teuer. Dann ist mein Eiweißpulver leer gegangen, Leute. Es fallen plötzlich Kosten an, mit denen rechnet man so nicht. In der ersten Tasche habe ich auf jeden Fall schon mal drei Teile, Leute. Wir haben hier einmal einen relativ entspannten Jogginganzug. Einen roten Sport-BH mit Reißverschluss. Ich muss dazu sagen, ich liebe Sport-BHs mit Reißverschluss. Wenn ich könnte, würde ich mir eigentlich nur noch solche kaufen. Ich finde, es ist viel, viel, viel praktischer, weil gerade wenn man den Oberkörper trainiert, halt Leute, ganz ehrlich, man möchte sich nicht da irgendwie so rausbringen und ich finde es persönlich einfach echt immer deutlich entspannter, einfach so einen Reißverschluss zu öffnen und dann ist man befreit. Und noch ein Sport-BH. In der zweiten Tüte habe ich mir tatsächlich ganze Gym-Outfits gekauft, weil ich das irgendwie sehr, sehr, sehr cool finde, wenn man einen passenden Sport-BH hat oder ein Oberteil und es dann optisch zur Leggings passt. Also ja, wir werden einiges anprobieren heute. Wir werden mit dem Sport-BH mit Reißverschluss anfangen. Okay, Leute, ich finde, der sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick sehr, sehr, sehr cool aus. Das Material fühlt sich sehr, sehr, sehr angenehm an und ich feiere es so sehr, dass es einfach einen Reißverschluss hat, Leute. Wie cool ist dieser Sport-BH bitte? Wenn er jetzt auch noch sitzt, ne? Okay, Leute, ihr seid gefragt. Ich habe ihn jetzt auf jeden Fall erstmal angezogen. Ich finde, der sitzt richtig, richtig gut. Er fühlt sich sehr gut an auf der Haut. Ich finde den Reißverschluss übertrieben praktisch und ich finde auch, hinten sieht er auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool aus. Also, ja, und der Reißverschluss, Leute, der Reißverschluss. Wie cool ist das bitte, dass du den einfach öffnen kannst? An alle Frauen da draußen, die noch nie einen Sport-BH hatten mit Reißverschluss, Leute, es lohnt sich so sehr. Es ist so eine Erleichterung, Qualitätssteigerung, einfach nach dem Gym, wenn man wirklich kaputt ist, einfach nur den Reißverschluss zu öffnen und duschen zu gehen. Ich persönlich muss sagen, ich feiere den auf jeden Fall schon mal sehr. Aber Leute, wir haben hier noch ein Konkurrenzprodukt mit einem Reißverschluss und den probiere ich jetzt mal an. Okay, Leute, das ist auf jeden Fall ein Konkurrenzprodukt. Der Sport-BH fühlt sich richtig, richtig gut an. Ich fühle mich auch sehr, sehr, sehr wohl. Und der Reißverschluss, Leute, der Reißverschluss, der ist, zack, der ist so wie Butter. Bin mir noch nicht sicher, welchen ich optisch jetzt cooler finde. Aber ich glaube, boah, ich finde es wirklich schwierig. Ich muss sagen, ich fühle mich in beiden wohl. Ich habe schon das Gefühl, dass beide auch einen sehr, sehr guten Halt leisten. Ich glaube, der hier ist ein kleines bisschen weniger einengend. Jetzt muss ich auf jeden Fall nochmal nachschauen, ob es jetzt an der Größe liegt, ob das S oder M ist. Der andere war auf jeden Fall in S. Ich muss aber tatsächlich sagen, beide sitzen sehr, sehr gut. Okay, Leute, wir kommen jetzt zu den Sets, wo ich sagen muss, ich möchte sie unbedingt anprobieren. Auch gerade die Farbe finde ich sehr schön von diesem. Meine Erwartungen sind sehr hoch. Ich hoffe, die sitzen genauso gut, wie ich es mir vorstelle. Wie schön ist diese Farbe bitte? Wir haben einmal auf jeden Fall ein langärmeliges Oberteil fürs Gym und dazu nochmal eine Leggings. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal umgezogen wieder. Welcome back, liebe Leute, im ersten kompletten Gym-Outfit. Ich muss sagen, ich finde es optisch richtig, richtig schön. Also ich mag die Farbe. Moment, ich muss mal ein bisschen näher kommen. Ich glaube, so ist, glaube ich, relativ realistisch die Farbe abgebildet. Das ist so ein Blautürkis. Und ich muss halt wirklich sagen, optisch fühle ich mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wohl in diesem Gym-Look. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich vom Material halte. Leute, ich bin ehrlich mit euch, ich kann euch nicht genau sagen, was. Die Farbe ist super, ich fühle mich super, super wohl körperlich. Aber ich kann dem hier irgendwie nicht die volle Punktzahl geben, wenn ich jetzt Punkte vergeben könnte. Wenn ich jetzt Punkte vergeben müsste, Leute, irgendwas, ich habe so das Gefühl, hier ist so ein Manko dran. Es ist jetzt nur so ein Bauchgefühlsding. Also so, an sich finde ich es richtig, richtig cool. Ich mag es sehr, sehr gern. Es kann auch einfach sein, Leute, dass ich das Material ungewohnt finde, weil es ist schon auf jeden Fall so vom Gefühl her ein anderes Material als das, was ich sonst an Sportkleidung habe. Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich irgendwie nie so gekleidet im Gym bin und ich es deswegen total ungewohnt finde bei der Vorstellung. Ich finde das Produkt also an sich gut, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, da ist so ein verstecktes Manko, worauf ich selber jetzt gerade in dem Moment noch nicht komme. Irgendwas in meinem Bauchgefühl sagt so, das ist nicht 100% dein Gym-Outfit und ich weiß noch nicht genau, was es ist, Leute. Okay, Leute, ich glaube, ich hab's. Es ist nicht, weil das Material neu ist für mich und ungewohnt vom Gefühl. Es ist, glaube ich, tatsächlich, weil ich das hier instinktiv über die Daumen gezogen habe, weil hier so ein Loch war für die Daumen. Und ich glaube, ich mag dieses Gefühl einfach nicht. Ich glaube, ja, ich glaube, jetzt ist es tatsächlich besser. Ja, doch. Es ist auf jeden Fall
richtiger Sporttest hier. Nee, aber ich musste einmal kurz gucken, wie verhält sich das Material, weil das ist wirklich ein Material, das kannte ich jetzt so nicht. Ich musste echt erst mal gucken, okay, wie gelenkig bin ich denn jetzt in der Gymkleidung und ist der Dehnungsgrad ausreichend oder nicht, aber doch, er ist gut. Ich glaube, dann bin ich jetzt auch tatsächlich durch mit meinen potenziellen Kritikpunkten, die sich jetzt doch nicht mehr als welche entpuppt haben. Doch, ich glaube, jetzt tatsächlich finde ich den sehr cool. Okay, Leute, ich habe mich jetzt ins nächste Gym-Outfit geschmissen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt eine Nummer größer oder kleiner ist. Falls ihr die Produkte spannend findet, ich verlinke die euch nochmal und ich schreibe auf jeden Fall nochmal zu jedem einzelnen Produkt, in welcher Größe ich es persönlich anhatte, damit ihr das so ein bisschen abschätzen könnt. Okay, Leute, ich fühle mich hardcore wohl in diesem Gym-Outfit. Ich muss nur kurz einen Test machen. Doch, das geht auf jeden Fall richtig gut. Aber irgendwie macht die Hose Geräusche. Ist da, ach so, da ist noch so ein Bändchen drin, okay. Sowohl optisch als auch vom Material. Das Blaue fand ich auch schon sehr, sehr gut, aber ich habe euch gerade schon gesagt, ich kenne das Material nicht und das ist dieses typische, ja, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. So ungefähr bin ich auch manchmal. Und bei dem Material werde ich halt safe wissen, das liegt mir, das mag ich total gerne, es fühlt sich unfassbar gut auf der Haut an und ich mag es auch im Gym. Deswegen fühle ich mich bei diesem hier so ein bisschen sicherer irgendwie, dass ich auf jeden Fall damit zufrieden sein werde. Ich glaube, mit dem Blauen würde ich halt auch zufrieden sein, aber bei dem fühlt es sich irgendwie sicherer an, wenn ich mich dafür entscheide, wisst ihr? Okay, Leute, das hier, das feiere ich auch richtig hart. Das ist einfach so übertrieben entspannt und man kann sich so irgendwie richtig gut voll da drin bewegen und alles. Doch, das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Ich glaube tatsächlich, das hier, das wäre jetzt eher so ein bisschen so ein Chill-Outfit für mich. Ich glaube, ich würde so nicht unbedingt ins Gym gehen. Das ist jetzt aber auch nur so ein Gefühl. Also ich glaube, damit kann man easy peasy locker ins Gym gehen, Leute. Aber irgendwie bin ich so ein richtiger Leggings-Gym-Typ. Habe ich jetzt gerade erst festgestellt, aber ich glaube, ich bin tatsächlich ein Leggings-Gym-Typ. Und nicht so der Jogginghosen-Typ, wenn ich im Gym bin, ich weiß nicht. Obwohl die hier halt echt hammermega cool ist, Leute. Also ich fühle mich sehr, sehr, sehr wohl. Ich glaube, das ist nur nicht so mein Gym-Outfit. Und Leute, ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, das Material hiervon ist so angenehm. Das ist sehr, sehr ähnlich vom Material wie das lilane vorher. Nur, dass das hier jetzt natürlich so ein bisschen Jogginghosen-Style ist. Oh mein Leute, ich glaube, in so einem Outfit könnte man halt richtig cool tanzen. Ich weiß nicht, das ist für mich so ein Tanzoutfit. Ich würde es gerne einfach behalten, nur zum Tanzen. Doch Leute, ich finde das schon auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Ich habe Lust zu tanzen. Doch, ich finde das... Oh, was soll ich denn jetzt machen? Das ist schon... Es hat was. Oh Mann. Okay Leute, bei dem muss ich sagen, das fühle ich irgendwie nicht so. Also, nee, irgendwie... Das ist nicht so mein Ding. Also ich glaube, ich werde es kurz und schmerzlos machen. Ich würde es weder im Gym anziehen, noch in meiner Freizeit. Und ich muss halt sagen, ich habe mir das Material viel cooler vorgestellt. Das hat übrigens noch eine Kapuze, Leute. Aber das Material ist unfassbar dünn und man merkt einfach sofort beim ersten Greifen, also nicht beim Anziehen, beim Greifen merkt man halt einfach schon, die Qualität ist nicht da. Und deswegen ziehe ich mich direkt wieder ungleich. Ich werde jetzt gleich einen Move machen, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich ihn jemals machen würde, Leute. Ich werde gleich mein Oberteil hochziehen, um euch meine Favoriten zu zeigen. Einer meiner Favoriten ist nämlich das hier, liebe Leute. Diesen BH, den blauen mit dem Reißverschluss, den fand ich sehr, sehr, sehr cool. Der saß richtig gut, ich mag das Material und ich feiere den Fakt einfach total, dass da ein Reißverschluss dran ist, Leute. Der rote hier hat mich tatsächlich auch sehr überzeugt und ich muss mich echt noch entscheiden, welchen ich davon jetzt behalte, muss ich sagen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich finde beide sehr, sehr, sehr cool. Mein Favorit fürs Gym, den ich behalten werde, in dem ich wahrscheinlich demnächst auf jeden Fall öfter mal trainieren bin, ist das hier. Bei diesem Gym-Outfit hatte ich einfach das Gefühl, es passt alles, es stimmt sofort, ich ziehe es an und fühle mich 100% pudelwohl. Auf jeden Fall mein Favorit. Mein Favorit für außerhalb des Gyms ist auf jeden Fall das hier und da muss ich auf jeden Fall noch abwägen, ob ich das so oft tragen würde oder nicht und ob es sich lohnt, es zu behalten. Aber vom Gefühl her, ich habe mich richtig, richtig wohl gefühlt und auch fürs Tanzen. Ich hab sofort Lust gehabt, Lust zu tanzen, Leute, in diesem Outfit. Boah. Nee, ich will das Video nicht hier drin beenden. Okay, Leute, das war's jetzt schon mit meinem Amazon Gym Fashion Haul. Ich hoffe, ihr fandet das Video spannend. Ich hoffe, vielleicht habe ich euch ein bisschen weitergeholfen. Vielleicht fandet ihr irgendwas bei Amazon Fashion auch cool an Gym-Klamotten und habt euch nicht rangetraut. Vielleicht wusstet ihr auch einfach nicht, welche Größe. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch damit helfen. Ich habe euch auf jeden Fall alle Teile unten in der Infobox verlinkt, aber nochmal in der Größe, in der ich sie mir gekauft habe. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen super, super schönen sonnigen Tag und bis zum nächsten Mal.